Ich habe ja auf Facebook schon ein Blitz- oder Schnell-Unboxing gemacht von der Santa Maria. Ich habe mir also die Santa Maria gekauft, damit ihr das auch wisst, die nur bei YouTube und meine Abonnenten sind. Ich habe ja bis jetzt die Independence gebaut und in Anbetracht dessen, dass Okre diesen Bausatz neu aufgelegt hat, beziehungsweise in einer Version aufgelegt hat, die für Anfänger sein soll, habe ich mir gedacht, unterbrichst du die Independence und baust die Santa Maria. So, es gibt ja einige andere Hersteller, die auch die Santa Maria in ihrem Angebot haben, und da sind doch, ich möchte mal sagen, erhebliche Unterschiede zu sehen. Darauf komme ich später. Ich habe mir gedacht, da wir kein Unboxing machen, packen wir das hier jetzt mal weg. Ich habe mir gedacht, da wir kein Unboxing machen, möchte ich euch während des Zusammenbaus mit Hintergrundinformationen über die Santa Maria, über Christoph Kolumbus und seinem Werdegang und seiner Seereise so ein bisschen den Hintergrund beleuchten, damit man so einigermaßen sich darin versetzen kann und sich auch mal so vergegenwärtigen kann, wie das so gelaufen ist. So, Teile brauche ich euch nicht vorstellen. Wir fangen einfach an. Und zwar hole ich mir jetzt hier mal den Rumpf raus. Das legen wir mal beiseite. Den Rumpf, wo ist mein Messer? Den Rumpf. So, einmal. Hier ist nichts. Ja. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Vier. Ha, mir extra neue spitze Messer hier angesetzt. Aber ich glaube, das ist hier nicht so optimal, dieses Messer. Also diese Klinge ist nicht optimal. Aber ich habe jetzt leider keine andere mehr zur Verfügung. Die müsste eigentlich hier schon nochmal. Mhm. Da, das hält sich fest. Das wird schon. Nicht so gut ausgestanzt. Bro. Das ist nochmal so. Ich finde, das kommt überhaupt nicht raus. Der will nicht. Der muss auch. Na siehste, es geht doch. Richter, nehmen wir es vorbei. So, gut. Also weiter geht's. Ich hatte doch hier irgendwo so ein. Also nochmal zur Independence. Ihr müsst oder dürft jetzt nicht enttäuscht sein, dass ich die Independence unterbrochen habe. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Thema Santa Maria hat mich da doch sehr gereizt. Und ich glaube, im Interesse, ein Jahr Modellbauer zu sprechen, wenn wir uns dieses Modell zu Gemüte führen, weil es sieht ja doch recht gut aus. So, Sägebacken muss das helfen. So, dann habe ich hier so eine kleine. Können wir das Ding erstmal reinmachen. Wird wahrscheinlich nachher eine andere Helling gemusst. Ich habe ja da noch eine andere Helling. Wo ist denn die eigentlich? Hallo Helling, wo bist du? So, stellen wir das erstmal dahin. So, wunderbar. Wo ist denn die andere Helling geblieben? Ach, da hinten. Die zeige ich euch mal. Hier habe ich mir eine super Helling gebaut. Da kommt der Kahn nachher rein. Jetzt noch nicht. So, weiter geht's. Jetzt brauchen wir mal die Spanten. Das sind hier Deckteile und Krähennest, wie ich dazu sehe. Deckteile und Krähennest können erstmal weg. Spanten, 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 Spanten. Also, wie versprochen,
möchte ich euch ein wenig Hintergrundwissen vermitteln. Und zwar habe ich dieses Buch, ich habe jetzt schon mal vor, ihr zeigt ja, die Kolumbus-Schiffe von Xavier Pastor. Und zwar über die Nina, die Pinta und die Santa Maria. Diese drei Schiffe waren ja die Schiffe, mit denen Christoph Kolumbus die sogenannte Neue Welt entdeckt hat. Er ist zwar nicht in die Neue Welt, also sprich Amerika gekommen, sondern er ist ja an den Bahamas gelandet und hat dort angenommen, er wäre in der Neuen Welt. War er aber leider nicht. Und aus den Texten geht hervor, dass die Santa Maria 1492 den südspanischen Hafen von Palos, Huelva, verließ und am 11. August war die Santa Maria in Gran Canaria. Die Pinta hatte da also eine dauerhafte Reparatur. Und dann ist die Santa Maria am 11. August mit der Nina zusammen zur Insel Gomera aufgebrochen. Die Pinta in Gando, Gran Canaria, repariert wurde. So, am 25. August kehrte die Santa Maria und die Nina zurück nach Las Palmas. Und am 1. September 1492 segelte die Flottille aus Las Palmas auf Gran Canaria in Richtung Gomera. Sie verließen Gomera am 6. September, nachdem sie die Messe gehört und Vorräte an Bord genommen haben. Am 12. September waren die Schiffe 2400 Seemeilen gefahren und Kolumbus glaubte, sie seien nun in den Gewässern von Zipango, das wir heute als Japan kennen. Am 16. erreichten sie die Saragossa-See. Kolumbus war der erste europäische Seefahrer, der diesen Teil des Atlantischen Ozeans durchquerte. Während der Fahrt bemerkte Kolumbus aber, dass die magnetische Kompassabweichung, dass es eine magnetische Kompassabweichung gab. Und am 30. September betrug die Deviation der Nadel 11 ein Viertel Grad West. Während die Tage vergingen, die Passatwinde nur wenig Fahrt machten, wuchs die Furcht der Besatzung über die Länge der Reise und ungeahnte Gefahren ständig an. Am 7. Oktober war die Flottille am 28. Breitengrad, 2 Grad südlich von Gomera und fast auf dem 67. Grad westlicher Länge. Der Kurs wurde von West nach Südwest geändert und nach 4 Tagen hatte die kleine Flotte 24 Grad im Gebiet der Passatwinde erreicht. Am 20. September sahen Mitglieder der Mannschaft eine Art Seevögel, die selten weiter als 30 Meilen, sind ungefähr 60 Kilometer von der Küste entfernt, fliegen. Am 1. Oktober flogen 4 Vögel über sie hinweg und am 3. wurde ein Flug von mehr als 40 Vögeln gesichtet. Kolumbus beschlich die Furcht, dass er zwischen den Inseln hindurch gesegelt war und Zipango hinter sich gelassen hatte. So, das führte dazu, dass die Seeleute nicht weiterfahren wollten. Am 11. Oktober, nach einigen Segeltagen unter angenehmen Bedingungen, begann die Mannschaft fast pausenlos Vögel und Pflanzen, die von der Küste fortgeschwemmt wurden, zu beobachten. Sie sammelten Schilf auf und einen bearbeiteten Pfahl. Kolumbus stand auf dem Achterkastell und sah ein Licht im Dunkel. Es war wie eine kleine Kerze, die auf und nieder ging, notierte er in seinem Logbuch. Es war der erste Anblick der neuen Welt. Einige Historiker hielten diese Episode für eine Erfindung, die deshalb in dem Logbuch festgehalten wurde, um die Belohnung von 10.000 Maravedis, etwa 620 D-Mark oder 300 Euro heutiger Währung, zu gewinnen, die dasjenige Mannschaftsmitglied bekommen sollte, das als erstes die Küste sichten würde. Dennoch, Tests, die 1959 durchgeführt wurden, haben festgestellt, dass ein dort entzündetes Feuer von See aus noch auf eine Entfernung von 46 Kilometer gesehen werden kann. Das ist etwa die Position der Santa Maria am 11. Oktober. Am 14. Oktober ließ Kolumbus ein Boot mit einem bewaffneten Landungs
Trupp zu Wasser und fuhr an die Küste. Begleitet von den Brüdern Pinzon, den Kapitän der beiden Karavellen, landete er am Ufer und trug die grüne Kreuzflagge der Expedition. Im Namen des Königs und der Königin von Spanien nahm er das Land in Besitz. Das ist ja auch ein dolle Ding. Wenn man sich heute mal vorstellen, fährst du irgendwo hin, denkst, es ist unbewohnt, sagst, im Namen von Klaus und Evelyn ist das meins jetzt. Der Vorgang wurde formell festgehalten durch den Schiffsnotar Rodrigo de Escobedo in Gegenwart einer Gruppe nackter Eingeborener. Die Begegnung zweier Welten hatte begonnen. Kolumbus segelte dann längs der Küste und suchte einige nahegelegene Dörfer auf. Am 28. Oktober kamen sie vor Kuba an und ließen nahe des heutigen Porto Samar an der Nordostküste den Anker fallen. Nachdem sie zwei Wochen lang südostwärts die Küsten erkundet hatten, versuchten sie am 14. November die Rückkehr nach Isabela zu machen, aber heftige Böen zwangen sie wieder an die Küste von Kuba zurück. Am 22. wurden Martin Alonso Pinzon und die Pinta von den übrigen Fahrzeugen getrennt und sie fuhren nach Osten, nach Great Inagua. Santa Maria und Ninja fuhren wegen der Strömung zuerst nach Westen, längs der kubanischen Küste, nach Cayo Grande de Moa. Kolumbus, besessen von der Idee, im Land Zipango zu sein, hoffte, das von Marco Polo entdeckte Land und den Hof des großen Kahns zu finden. Anfang Dezember 92 kreuzten die Santa Maria und die Nina die Windward-Passage nach Hispaniola. Die dort wohnenden Indianer berichteten Kolumbus, es gebe Gold in Tortuga, was später als Piratenhochburg bekannt wurde, und auf der Insel Cibao. Kolumbus dachte, das Land seiner Träume gefunden zu haben. Am 24. Dezember, während die Schiffe in ruhigen Gewässern am Kap Haitan ankerten und die Mannschaft ruhte, nahm ein ungeschickter Schiffsjunge das Ruder. Das Schiff trieb auf Korallenriffe und sein Rumpf wurde zwischen den Spanten aufgerissen. Aus den Wrackresten des Schiffes baute Kolumbus ein Fort namens Navidad, Weihnachten. Es bekam eine Besatzung von 39 Mann sowie Kanonen, Vorräte und Handelswaren zum Austausch gegen Gold von den Eingeborenen. Er selbst ging an Bord der Nina, um seine Forschungen fortzusetzen. Nach einem Treffen mit der Pinta vor der Nordküste von Hispaniola erkundete Kolumbus die Küste nach Osten bis Cabo Samana. Mitte Januar 1943 begannen die beiden Schiffe ihre Heimreise nach Spanien. Also, das bedeutet, dass der gute Mann die Atlantiküberquerung zwar gemacht hat, aber nicht nach Amerika kam, sondern unterhalb Floridas nach San Salvador auf die Bahamas stieß. Kuba befuhr und Hispaniola befuhr. Und dann sank die Maria. So, und da jetzt über dieses Schiff so gut wie überhaupt keine, Schiffsrisse beziehungsweise Abbildungen beziehungsweise Zeichnungen beziehungsweise generelle Aufzeichnungen vorhanden sind. Es gibt also den ersten Nachbau der Santa Maria von 1892 von Fernandes Duro. Und zwar aus Anlass des 400. Jahrestages der europäischen Entdeckung Amerikas, in Anführungsstrichen. Das Schiff wurde in Cadiz gebaut. Ihm lagen Forschungsarbeiten einer Kommission zugrunde, die von Captain Cesareo Fernandes Duro geleitet wurde. Ihr Zielort war die Kolumbus-Weltausstellung in Chicago. Sie sollte ein Geschenk von Regierung und Volk Spaniens sein. Sie überquerte den Atlantik unter dem Befehl von Captain Victor M. Concas. Dieser Nachbau war als Nao gebaut. Und Nao bedeutet also Schiff. Die Maße des Schiffes wurden aus der mutmaßlichen Länge des Beibootes des Prototyp Santa Maria errechnet. Ein Maß, das sich später als falsche Interpretation einer Logbucheintragung Kolumbus erwies. Obwohl die Schmuckdetails der Replik für ein Fahrzeug des späten 15. Jahrhunderts ungewöhnlich waren, es war eine Zeit, in der Schiffsschmuck nüchtern war, fand das allgemeine Konzept des Nachbaus breite Zustimmung von den Historikern jener Zeit. So, jetzt könnte man noch ausführen, wie der Rumpf aussah. Völlig flach und völlig flachbödig. Und
Aber darauf möchte ich jetzt nicht so eingehen, sondern gibt es noch einen anderen Nachbau von 1927?